Oh, Snake, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du die Kurve kratzt. Ah, den haben wir gut zugesetzt. Verdammter Kotzbrocken. So, einer sagt, ich bin nicht Manns genug für einen unbewaffneten Kampf gegen ihn. Auch wenn ich ihm zweimal in den Rücken geschossen habe. Was läuft hier jetzt eigentlich zwischen den ganzen Parteien hier? Der Boss hat wohl irgendwas anderes vor, Ocelot. Da scheint doch irgendwo was. Eva! Unsere Rettung. Das wäre geschafft. Das sollte auch Volgin erledigt haben. Eva, how did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now, we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. Sie ist schnell. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand, something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Ja. Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Und der lebt auch noch. Das Ding hat ja nicht mal einen Kratzer oder so. Ja gut, wen wundert's, denn im Endeffekt haben die ja die Bomben gefunden. So, jetzt wird es Zeit, die dicken Ballermänner auszupacken. Wir haben jetzt, wenn wir auf diesem Motorrad sind, ihr seht schon an dem Symbol, unendlich Munition. Die brauchen wir auch, denn jetzt ist mal richtig hier Heavy Action angesagt. So.
Ach ja, diese Dinges, dieses dicke, schwere Maschinengewehr habe ich gar nicht mitgenommen und habe ich gar keine Düppelgranaten? Scheiße, kann man die auch nur in diesem Haus da gekriegt? Das kann doch gar nicht sein. Fuck, ich habe keine Düppelgranaten. Okay, das macht diesen Abschnitt jetzt später und auch einen späteren Kampf extrem scheiße schwer, wenn ich das mal so sagen darf. Es könnte schmerzhaft werden. Naja. Oh je. Naja. So, Eva kümmert sich ums Fahren. Wir müssen uns den Soldaten hier vom Leib schaffen. So, und hier kommt diese Scorpion-Maschinenpistole wirklich sehr, sehr gut zunutze mit ihrem Laservisier. Ab durch die Mitte. Zack. Ja, zum Glück haben wir den Kampf mit Sorrow schon hinter uns. Hier auf den Gang feuern. Und ich habe da jetzt nicht gerade komplett durchgeschossen, oder? Das gibt's doch gar nicht. Naja, wir haben andere Sorgen hier. Einziger Vorteil, den wir haben, ist, wir sind ein wenig mobiler als dieses riesige Ding. Ach du Scheiße, Vorsicht, lieber! Was machst du denn da? Das ist kein guter Zeitpunkt, da einen Motorradtanz hinzulegen. Keine Zeit dafür. Ja. Da ist was im Weg. Aber das interessiert ihn nicht wirklich. Blow him up along with it. Good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of the base. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Ach, er auch noch. Mann. Okay, here we go. Kannst nicht an einem anderen Tag jemanden nerven? Besonders nicht uns. So, ein bisschen üben. Ja, und natürlich hat er auch noch ein beschissenes Motorrad an seiner Seite da stehen. Und ohne Beiwagen ist er wahrscheinlich noch eine ganze Ecke schneller als wir. Naja. Snake, du könntest auch mal was tun. Iva muss schon fahren. Du könntest ihn zum Beispiel erschießen. Was für eine seltsame Szene. Großartig. Ist so eine gute Idee, jetzt durch den Hangar da zu fahren? Ja.
Komm schon, Snake, jetzt gib ihm doch mal eine da. Oder lass ihn in die Trümmer fahren. Oder rette ihn auch noch den Arsch. So, den Hammerhof ist das erste Mal abgeschüttelt, hoffe ich. Shergo hat hoffentlich auch, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass er da. So, jetzt vorsichtig sein, besonders vor den Typen, die auf den Dächern hier stehen in der Nähe. Da haben wir Raketenwerfer dabei haben und ein Treffer von denen, der kann da oben. Ja. Ein Treffer von denen, der zieht natürlich recht viel ab. Keine Frage. Es ist aber kein guter Zeitpunkt, um im Kreis zu fahren. Oder stehen zu bleiben. Iwa, was machst du da? Wie wär's mal mit einem Ausweg? So zum Beispiel. Das ist gut, lieber. Nicht im Kreis fahren. Das ist in so einer Situation so fast das Dümmste, was man machen kann. Aber okay. Wir leben ja noch. Und er dummerweise auch. Nein, dass er nicht der Schnellste ist. So, viel Gelegenheit haben, uns so einzuholen. Ah, natürlich hat er aber noch Soldaten auf Motorrädern. Das wäre ein guter Zeitpunkt, da abzuhauen, Leute. Er ist Bösewicht und der Dachschar. Solche Leute schrecken die davor zurück. Eigenes Equipment und eigene Leute. Oh. Auf dem Gewissen zu haben. War wohl dein letzter Heim, glaube ich. Was? Oh Gott! Das ist nicht gut. Und was noch weniger gut ist, wir haben keine Düppelgranaten. Das kann doch echt irgendwie nicht sein. Gab es sie wirklich nur in diesem Haus da? Dabei die End bei dieser Abzweigung, das, was ich da nicht mitgenommen habe. Ja, fliegen wir erstmal schön. Immer schön auf den Facher zielen. Das kann echt nicht sein, ey. Naja. Aber anscheinend kann es so sein und man wird um eine Erfahrung reicher. Es gibt Düppelgranaten wohl anscheinend nur in diesem Häuschen da. Oder auch an irgendeinem anderen Ort, den ich übersehen habe oder wo ich die Granaten übersehen habe oder was weiß ich sonst noch. Problem ist, ich hab's halt nicht. Und das kommt mir hoffentlich nicht allzu teuer zu stehen.
kein Problem für dieses Boot, oder? Ocelot. Der weiß auch nicht, wann er aufgeben soll. I've got a surprise for you. You won't be getting away this time. Ach, scheiße, ja. Verdammter Sokolov. Das war deutlich. So, und jetzt kommt das Problem, weshalb wir keine Düppelgranaten haben. Ich schaue noch mal nach. Kann doch nicht sein. Granaten, Brandgranaten, Stun Grenades, Smoke Grenades. Scheiße, das gibt's nicht. Ich hab echt diese Scheißgranaten nicht. Das Problem ist, dass er hin und wieder mal gerne dazu neigt, uns mit Zielsuchraketen abzuschießen, und dieses System könnten wir stören, wenn wir Düppelgranaten hätten, die wir jetzt aber nicht haben. Das heißt, wir müssen die Dauer beschäftigen. Das können wir, indem wir auf die Lauffläche zielen. Ja, oder natürlich episch vorbeiziehen und er uns mit seinem scheiß Bohrer ordentlich zusetzt. Ja, schrei nur. Das Baby. Nee, dieses Mal nicht. Ja, da solltest du aber besser zielen. Oh, wir haben es geschafft. Er hat glücklicherweise keine Raketen auf uns geschossen. Das ist schon mal gut. Nicht so gut ist, dass da die Landebahn zu Ende ist und wir glücklicherweise noch eine Drehung schaffen und nicht an der Wand zu Tiermehl verarbeitet werden. Tja. Toll eingepackt. Gut. Dann ist jetzt, glaube ich, mal Zeit, hier unseren Plan auszuführen. Denn das sollte ja diese Brücke sein, die Eva erwähnt hat. Snake, we've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shadowhat is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Diese Aussage stimmt nur, wenn wir auf Easy spielen würden. Dann ist nämlich wirklich nur eine Bombe da. Let's go. Na gut. Die Bomben auszulösen, oder? Da wir ein Scharfschützengewehr in der Hand haben, machen wir das vermutlich nicht mit einem Zünder, wie man hätte meinen können. Gut. So, ich hoffe, ich mache das jetzt in der richtigen Reihenfolge. Zuerst vorderer.
Wo ist da? Ist er. Zack. Da ist die andere. Ja, gut. Hätte ich jetzt die zuerst zum Explodieren gebracht, dann hätten wir bei der anderen mehr Probleme, die zu treffen, weil da so ein Stahlträger uns ein bisschen die Sicht vernebeln würde. So. Feuer! Hat das gereicht? Sieht. Gut aus. Ups. We did it. Abgesoffen. Kann man nehmen erstmal ein Vollbart. Sehr gut. Da wird er nicht mehr rauskommen.